Ja, oft wird mir die Frage gestellt, brauchen wir überhaupt Medikamente in der Psychiatrie? Die Antwort ist nicht ganz einfach. Ich würde grundsätzlich sagen, ja, aber nicht für jedes Störungsbild, nicht für jeden Patienten. Grundsätzlich gibt es Krankheitsbilder, die lassen sich am besten mit spezifischen Substanzen behandeln und dann sollten wir diese auch nicht vorenthalten. Ja. Aber für wen sind sie da nicht geeignet? Nun, nicht geeignet sind sie, wenn das Störungsbild eher psychotherapeutisch zu behandeln ist, wenn wir uns hier einen größeren Erfolg erwarten und wenn es auch um die Nachhaltigkeit geht, um die prophylaktische Wirkung, da sind oft psychotherapeutische Verfahren besser. Manchmal brauchen wir aber am Anfang Medikamente, damit der Patient überhaupt fähig wird, sich mit sich und der Welt auseinanderzusetzen, Probleme zu lösen, muss er wieder vorbereitet werden. Das können die Medikamente. Die andere Frage ist oftmals, darf der Patient mitentscheiden? Selbstverständlich, wir haben einen partizipativen Entscheidungsfindungsprozess. Der Patient muss auch innerlich zu dem Medikament stehen, er muss überzeugt sein, überzeugt worden sein. Und dann gibt es eine Wirksamkeitserwartung und die ist eminent wichtig für den Erfolg der Medikamente.